Bei BDM war ich, ja. Da war ich, das war, da musste ich ja eintreten. Ja, das war ja damals so, dass wenn sie Arbeit haben wollen oder lernen wollen, dann müssen sie irgendwo sein. Und da habe ich auch gehabt. Es war Wie war es denn im BDM? Waren Sie gerne da? im BDM, ja, das war das eigentlich, was ich sagte, ja, gerne ist übertrieben. Das war damals, mussten wir ja das machen, damit wir Arbeit haben und alles, ja. Als Mädchen, naja, ich war, also ich war Verkäuferin, da habe ich gelernt, ja. Und da, das war eigentlich mein Lieblingsbüro. Das war interessant gewesen und alles und auch sehr abwechslungsreich. 3 Jahre gelernt, ja, das war ja Zwang gewesen, muss man. Verkäuferin habe ich sehr, sehr gerne gemacht, also wie gesagt, was anderes wollte ich gar nicht. Aber ja, das war alles und da bin ich auch geblieben. Und dann bin ich als nachher, habe ich umgesattelt, ja, war ich im Büro, ja, als Konteristin, ja. Ja, das war eigentlich alles gewesen und da bin ich bis zuletzt geblieben. Auch als ich geheiratet habe, auch genau dasselbe. Und weiter ist da alles nicht interessant für mich. Ich habe das jedenfalls gerne gemacht, ja. Verkäuferin war ich gerne, ja. Das ist abwechslungsreich und dann habe ich gerne geredet und so weiter. Das war immer schön. Aber ansonsten ist nichts Besonderes gewesen. Dann habe ich aufgehört, weil ich nachher ein Kind hatte und so weiter. Büro ist ja so ein, naja, nur sitzen und erlernen und alles Mögliche. Aber mir hat es Spaß gemacht, ja. Ich bin gerne arbeiten gegangen, davon abgesehen, ja. Ja, war eigentlich alles gewesen. Weiter habe ich ja nicht gehabt.